und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Maike und ich habe heute diesen Make-up-Look hier und der ist inspiriert von Taylor Swifts neuem Musikvideo Look What You Make Me Do. In dem Musikvideo waren so viele tolle Looks, dass ich mich erst gar nicht entscheiden konnte, welchen ich eigentlich nachmachen möchte. Aber ich dachte mir so, dieser Look mit dem Eyeliner und den rötlicheren Lippen ist ja so Taylors Signature-Look und dieser Make-up-Look ist vor allem auch alltagstauglich und kann auch richtig gut bei Tag und bei Nacht getragen werden und deswegen habe ich mich heute für diesen hier entschieden. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euer liebster Taylor Swift-Song ist, denn ich möchte echt mal wissen, ob wir die gleichen Lieblingslieder haben, denn als ich Look What You Make Me Do gehört habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist so eine komplett andere Taylor, komplett anderer Musikstil, komplett anderes Auftreten, bis auf den Look. Und mich würde einfach mal interessieren, ob wir so die gleichen alten Songs lieben. Also kommentiert es einfach mal unten in den Kommentaren. Ich möchte gar nicht zu lange drumherum reden und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. So, wir starten jetzt mit einem ungeschminkten Gesicht und dann nehme ich mir den Professional von Benefit und den trage ich dann großzügig auf meinem gesamten Gesicht als Basis auf. Dann geht's auch schon weiter mit dem Fresh and Fit Make-up von Essence und das ist ein kleines bisschen heller als mein ursprünglicher Hautton, denn Taylor Swift hat eine sehr helle Haut bzw. einen sehr hellen Hautton und deswegen habe ich hier eine Foundation genommen, die einfach ein kleines bisschen heller als mein natürlicher Hautton ist. Als nächstes nehme ich mir dann den Rainforest of the Sea Concealer von Tarte und damit decke ich dann noch meine Unreinheiten ab, meine Rötungen und auch eben meine Augenringe, die definitiv vorhanden sind momentan und das Ganze klopfe ich dann mit meinem Beauty Blender ein. Zum Schluss wird das Ganze dann noch mit einem transparenten Puder fixiert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Marke ich genommen habe, aber es war irgendeins aus der Drogerie. Weiter geht es dann mit Augenbrauen und da nehme ich mir einfach diesen Augenbrauenstift und kämme mit dem Bürstchen erstmal meine Augenbrauen nach oben, weil Taylor eine sehr runde Augenbrauenform hat und meine eher so kantig sind und irgendwie keine richtige Form haben. Deswegen nehme ich mir hier so ein Augenbrauengel von Benefit. Da könnt ihr aber auch jedes andere beliebige Augenbrauengel nehmen. Und damit versuche ich meine Haare quasi so ein bisschen in diese runde Form reinzuzwingen und zeichne das Ganze dann anschließend nochmal mit dem Augenbrauenstift nach. Ich muss sagen, meine Augenbrauen haben sich ein bisschen selbstständig gemacht. Das liegt daran, dass ich sie echt habe wachsen lassen, damit ich sie wieder eine schöne Form machen lassen kann. Und deswegen sind die so ein bisschen wild und buschig gerade. Deswegen habe ich mit Concealer noch ein bisschen was geformt. Als nächstes nehme ich mir dann diesen Eyeliner hier mit einer Filzstiftspitze und damit ziehe ich dann einen Lidstrich entlang meines Wimpernkranzes und Taylor hat bei diesem Musikvideo-Look keinen Wing, deswegen unbedingt aufhören. Wenn es zum Wing kommt, ihr könnt natürlich auch einen Wing tragen, wenn euch das gefällt, aber ich habe ja versucht, den Look so gut es geht nachzuschminken und deswegen habe ich hier einfach einen Lidstrich ohne Wing gezogen. Als nächstes kommen wir dann zu falschen Wimpern und ich nehme mir hier die Wispies von Adele, denn in ihrem Musikvideo-Look hat Taylor relativ natürliche False Lashes drauf. Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass es Falsies sind, aber die sind sehr natürlich gewesen. Deswegen nehme ich mir hier diese Wispies, die sind ein bisschen schmaler und auch nicht ganz so dramatisch. Und die klebe ich mir dann einfach auf, um meine natürlichen Wimpern noch ein bisschen zu verstärken. Danach korrigiere ich nochmal mit meinem Lidstrich so ein paar Wimpernkleberreste, weil die ja weiß werden und sonst ein bisschen komisch im Lidstrich aussehen. Dann machen wir auch schon weiter mit der Wimpernzange. Damit biege ich quasi die Falsies und meine echten Wimpern zusammen, um dann anschließend mit einer wasserfesten Mascara beide Sachen sozusagen zusammenzutuschen. Also die echten Wimpern mit den falschen und dann tusche ich auch noch meine unteren Wimpernkränze.
Weiter geht es dann mit dem Hoola Bronzer und das ist einfach ein kühler, matter Bronzer, denn Taylor Swift hat in ihrem Musikvideo jetzt keine sonnengeküsste Haut, sondern hat eben ein sehr definiertes, konturiertes Gesicht und deswegen habe ich mich einfach für diesen matten, kühlen Bronzer entschieden und trage den dann so ein bisschen an meinen Wangenknochen entlang auf, an meinem Nasenrücken und ein bisschen unter meinem Doppelkinn, damit das auch weggeht und dann blende ich das Ganze nochmal ein. Bei dem Blush konnte man auch nichts super Dramatisches sehen, deswegen habe ich mich hier für so einen schönen, neutralen, hellrosanen Ton entschieden. Das ist Dandelion von Benefit in einer süßen Mini-Größe und den trage ich dann einfach nochmal auf meinen Wangenknochen auf. Im Musikvideo konnte ich nur ein ganz dezentes, neutrales Highlight erkennen, deswegen nehme ich mir hier nochmal denselben Ton aus der Palette und trage den sozusagen als Highlighter auf und damit er halt nicht so krass wirkt, verstreiche ich den Highlighter anschließend nochmal ein bisschen mit meinen Fingern, damit es eben so relativ natürlich aussieht. Und dann kommen wir auch schon zum Herzstück des Looks und zwar ist das der Lippenstift und dann nehme ich mir Matte Chili von MAC und den trage ich oben in so einer etwas spitzeren Form auf und unten versuche ich die Seiten relativ schmal zu halten und dafür die untere Lippe dann noch ein bisschen mehr zu betonen. Die ganze Form korrigiere ich dann auch anschließend nochmal mit ein bisschen Concealer und dann ist der Look auch schon fertig. Jetzt mein Taylor Swift inspirierter Look. Ich hoffe immer, dass er euch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr weiter solche Videos sehen möchtet, schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Star ich als nächstes wählen soll oder welchen YouTuber und welchen Look oder welches Outfit ihr als nächstes sehen möchtet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, damit ich sehen kann, ob sowas gut bei euch ankommt. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, die kleine Glocke betätigen, um immer benachrichtigt zu werden. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.